Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du warst. Wir können mehr oder weniger wissen, was du gerade denkst. Mit diesen Worten charakterisierte Aufsichtsratschef Eric Schmidt schon vor 4 Jahren sein Unternehmen Google. Eine Allmachtsfantasie, aber eine realistische. Schon lange sind Unternehmen wie Google oder Facebook digitale Großkonzerne, die mit unseren privaten Daten Milliarden verdienen. Sind diese Supermächte überhaupt noch zu stoppen? Darüber rede ich mit Gabor Steingart, dem Herausgeber des Handelsblatts. Herr Steingart, eine Weisheit der schönen neuen Internetwelt, die lautet: Wer liest, wird gelesen und wer kauft, wird selbst zum Produkt. Fühlen Sie sich als Produkt? Ich fühle mich nicht so, aber ich bin es. Das ist eben die Selbsterkenntnis, die man aus den jetzt ja fast 10 Jahren Google und anderer Nutzung mitbringen muss, dass man sich auch dazu neigt, selbst zu täuschen. Macht Ihnen das Angst, Produkt zu sein? Nein, nicht Angst, aber es gehört zum aufklärerischen Charakter, glaube ich, dieser Diskussion über die Macht von Daten und datensammelnden Firmen dazu, dass man sich selbst Zeugnis ablegt über die Janusköpfigkeit dieser Veranstaltung. Dass man in der Tat Bequemlichkeit bekommt und dafür Daten und damit produktähnliche Bestandteile liefert. Also Google liefert eine Suchmaschine, ein ganz großer Segen. Ohne Google würden Sie die meisten Dinge nicht so schnell und nicht ohne weiteres finden. Facebook bietet Ihnen einen grandiosen Service an, der von vielen Menschen ganz offensichtlich gerne genutzt wird. Die Kehrseite dessen ist, dass diese Firmen ihre Daten nutzen, um Werbung zu verkaufen, zu platzieren und damit Fantastillionen an Gewinnen einfahren, ja sogar Fantastilliarden. 13 Milliarden Dollar ist der Reingewinn von Google, unter anderem mit Ihren und meinen Daten gemacht. Mhm. Das ist schon beunruhigend, oder? Ja, das ist die verschattete Seite, wenn man so will, der Selbstbefreiung, die das Internet schon auch bedeutet. Ja, wie anstrengend war das doch für uns, in die Nationalbibliothek und in der Unibibliothek und Bücher zu besorgen, Bücher kaufen und sich überhaupt auch historische Stoffe zu besorgen. Das kommunistische Manifest, das ist nicht so leicht, das in Pforzheim, Aschaffenburg oder Flensburg sich zu beschaffen. Heute ist das ein Download und in einer Minute habe ich das kommunistische Manifest, Voltaire, Danton, wen auch immer. Und das ist eine große Selbstbefreiung und die hat eben auch eine verschattete Seite. Beide gehören aber zusammen in die Diskussion. Wenn man nur die eine sieht, glaube ich, gerät man in diese typisch deutsche kulturpessimistische Panikstimmung. Da würde ich nicht zu raten. Was wir machen wollen, ist ja nicht, das Phänomen zu dämonisieren. Wir sehen ja all die Vorteile, die eine hochkomplexe Suchmaschine im Internet liefert und bereitstellt. Was vielleicht weniger schön ist, ist eben, dass der Anbieter dieser Suchmaschine mich mit meinen persönlichen Daten ausspioniert. Ja. Und da müssen wir ein bisschen versuchen, drüber nachzudenken, was ist das Gefährliche an dieser Form von Spionage? Ist das was, wo wir sagen, na gut, das nehmen wir als Kollateralschaden in Kauf, ist ja nicht schlimm, habe ja nichts zu verbergen? Oder gibt es da größere Schattenseiten? Welche sehen Sie? Also die Amerikaner haben ja mehrheitlich in der Tat dieses Gefühl, ich habe nichts zu verbergen. Das ist sozusagen die Propaganda auch aus dem Silicon Valley. Nach dem Motto, wer Ängste hat, ist selber schuld. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, es gibt Grund hier zu Besorglichkeiten. Also, weil es ja nicht nur Daten sind, sondern auch die Daten werden vernetzt. Es entsteht das, was wir früher als Rasterfahndung gegen sich selbst sozusagen. Es entsteht ein Datenkranz, ein Set von Profilen. Früher, vorher, Bekanntschaften, Vorlieben, Neigungen, Hobbys. Und aus diesen Profilen wird am Ende in der Tat ein Produkt, das der Werbeindustrie. Ein Persönlichkeitsprofil. Ja. Dass man gezielter Werbung schalten kann. Im Gegensatz zu einer Werbung, die ich in der Zeitung mache, die quasi mit der Schrotflinte irgendwo hinschießt, in der Hoffnung, jemand interessiert sich für das Produkt, kann ich Sie ganz, ganz gezielt bewerben, weil ich Sie in- und auswendig kenne. Geht noch mal nicht nur um Werbung sogar, sondern es geht um Profile, zum Beispiel, die an Apotheker verkauft werden. Ja, man sieht, wenn die Leute im Internet nachschauen nach Erkältung, nach Grippesymptomen, dann gibt es mittlerweile von Google Angebote, dass man das für Ärzte und so weiter zur Verfügung stellt. Dasselbe möchte Google auch einbauen in medizinische Geräte. Das heißt, in den Scanner, der einen scannt, keine Ahnung, ob man Krebsstellen hat am Körper
oder wie die Kreislauffunktionen sind und weltweit in alle Geräte, ich sage jetzt mal von Siemens und GE eingebaut, ergeben sich daraus natürlich Profile. Auch positiv gesprochen zum Erkennen, Abgleichen von Krankheitssymptomen nach Regionen, nach Altersgruppen, Mann, Frau, Hautfarbe und Ähnliches. Dennoch, also es geht um mehr als Werbung. Es geht in der Tat um die Vermessung des Menschen, ohne dass wir auf der Profitseite daran beteiligt sind. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, neben dem moralischen, dass hier mit einem eigentumsähnlichen Recht Geschäft gemacht wird, das wir nicht als Eigentum bislang verstanden haben. Ich würde das gerne noch mal vertiefen mit der Transparenz. Also die junge Generation hat ja ganz offensichtlich deutlich weniger Schwierigkeiten, dass ihre Daten ausgewertet werden, alles ihre Privatsphäre im Netz auszubreiten, ohne dass sie etwas befürchtet. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein Credo der jungen Generation, in Transparenz etwas Positives zu sehen. Wenn ich das mal hochrechne und mir vorstelle, dass das die Normalität ist, dass ich alle meine Daten zur Verfügung stelle und meine Persönlichkeit transparent mache, dann wird ja eigentlich jeder, der das nicht macht, verdächtig. Ja, also wer dunkel wird, ja, wer sich einhüllt und sich nicht zeigt, der scheint ja ganz offensichtlich was zu verbergen zu haben. Also die Gefahr besteht ja darin, dass der Transparenzterror, ähnlich wie früher der Tugendterror in der Französischen Revolution, ausbricht. Dazu passt ja auch, dass Google-Chef Eric Schmidt gesagt hat, wenn du nicht willst, dass wir etwas über dich wissen, ja, dann tu es am besten erst gar nicht. Ja, Google benutzt dieses Wort im Prinzip wie die katholische Kirche zu Urzeiten, die Liebe zu Gott alles rechtfertigen musste. Die Liebe zu Gott war sozusagen die Monstranz und hier ist das Wort Transparenz, ist der heilige Gral, zu dem wir beten müssen. Und dahinter verbirgt sich Google, eine ökonomische Macht, die aber einen transzendenten Begriff vorne dran tut, weil der natürlich besser klingt als die Zahlen, die in der Google-Bilanz sind. Der Betriebszweck von Google ist nicht Transparenz. Der Betriebszweck von Google, und das ist den Aktionären versprochen, ist Gewinn. Und das wird verdunkelt durch diesen Begriff. Insofern, ja, diese Transparenz ist hier ein gefährlicher Begriff, ein Nebelbegriff, der den Betriebszweck von Google verschleiern soll. Naja gut, also es gibt einen Schutz der Privatsphäre. Dieser Begriff taucht eigentlich sehr spät in der Menschheitsgeschichte auf. Also 1890 wird die Privatsphäre das erste Mal juristisch überhaupt von einem amerikanischen Juristen definiert. 1890? Ja, 1890. Samuel Warren, im Zuge einer gerichtlichen Auseinandersetzung um Privatsphäre und Einfluss, also noch nicht um Daten. Aber das ist ein Schutz der Privatsphäre mit allem, was es drumherum gehört. Das ist eine sehr, sehr neue Errungenschaft gewesen, aber immerhin 1890, also seit mehr als 100 Jahren. Und das ist etwas, was wir heute eigentlich nicht mehr haben, denn ihre Privatsphäre ist Google bekannt, kann daraus ein Profil erstellen. Und dieses Profil ist ja sehr wertvoll, nicht nur um Werbung zu verkaufen, sondern wenn Sie sich um einen neuen Arbeitsplatz bewerben und Ihr Arbeitgeber fordert bei Google ein solches Profil an und gesetzt den Fall, er würde es bekommen, dann würde er genauso alles wissen über Ihre Vorlieben, Ihre Neigungen und dergleichen und vielleicht eine ganze Reihe von Dingen, von denen Sie nicht möchten, dass Ihr Arbeitgeber das weiß. Das ist eine ganz reale Missbrauchsgefahr, die aus dieser Machtfülle, Profile erstellen zu können, Server zu besitzen, die das können, erwächst. Haben Sie denn persönlich Angst? Ich würde sagen, die gesamte Entwicklung empfinde ich nicht als dämonisch, aber als beunruhigend. Und mich würde interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, dagegen erfolgreich vorzugehen, dass meine Daten, ja, dass Missbrauch mit ihnen getrieben wird. Ja, da habe ich gehöre noch einer Generation von Menschen an, denen das was ausmacht. Ich weiß nicht, ob es allen was ausmacht. Und das Menschenbild, das dahinter steht, das finde ich ebenfalls sehr spannend und sehr interessant. Das Zweite ist, ich komme eigentlich noch aus einer Welt, in der es noch kein Internet gab und in der ich auch immer Machtkonzentration von Imperien grundsätzlich für bedrohlich gehalten habe. Nicht also von Marx, diesmal von Groucho Marx, stammt der Satz, Macht ohne Missbrauch verliert ihren Reiz. Und da glaube ich ziemlich fest dran. Also ich glaube, dass diese unglaubliche Machtfülle, die Facebook hat, die Google hat und die auch andere Unternehmen bekommen können, auch Amazon verfügt über unglaublich viele Daten, dass sie grundsätzlich schon immer auch eine bedrohliche Dimension hat. Ich gehe mit, der einzige Unterschied ist, ich will eigentlich nicht die Brücke zu denen, die in der Jetztzeit geboren sind. Wir sind ja beide aus der Nicht-Internet-Zeit. Als ich meinen ersten Computer, einen Atari gekauft hat, dass meiner Mutter, ich war Student, am Telefon stolz erzählt hat, da hat sie gesagt, Gabo, jetzt bist du komplett durchgedreht. Weil sie bei Computer an Großrechenanlage und IBM dachte und nicht, dass jeder einen Computer auf dem Tisch haben wird. So, wir sind aus der Generation, die dann irgendwann angefangen hat. Die anderen sind mit dem Internet
aufgewachsen, spüren diese Bedrohung so nicht. Ich glaube, ich fände es wichtig, dass nicht eine Trennung entsteht zwischen den einen, die sich den ganzen Tag gruseln, und die anderen, die den selbstbefreienden Aspekt des Internets für sich haben. Ich sehe eine Brücke zwischen beidem, dass man eben sehr genau trennt, dass das Internet ist eben nicht nur Google, Facebook. Das Internet sind schon auch wir. Ohnehin zwei. Ja, es ist ein Austausch und es ist schon eine, auch eine stille Revolution, die da möglich ist in der Kommunikation, die die Medien- und Fernsehwelt auf eine Art verändern wird, die den meisten Journalisten, Redakteuren, Verlegern, Filmemachern noch nicht klar ist, weil sie uns wirklich auch Werkzeuge in die Hand gibt, für die man früher ein großes Studio, eine Druckerei braucht und so. So, und trotzdem müssen wir diesen anderen Teil sehen. Aber dieser andere Teil macht mir keine Angst, sondern ich sehe, da hatte einer eine smarte Idee, eine kluge Idee. Ein Wert, der bis dahin nicht als Wert verstanden wurde. Zum Beispiel im Grundgesetz haben wir einen Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum, darauf hat man ein Anrecht. Daten zählten nicht als Eigentum, sondern Grund und Boden und Rohstoffe und das Haus. Und dann später auch noch das Aktiendepot, auch schon ein bisschen virtuell. Mhm. Aber die eigenen Daten, die sind nicht vorgesehen. Das ist ein bisschen so wie Indianer und als die ersten Siedler kamen. Die Indianer haben das Land nicht besessen. Die waren Nomadenvölker der Steppe, der Prärie, sind umgezogen. Die weißen Siedler haben auf einmal einen Pfosten reingehauen und gesagt, das ist meins. Und ab damit waren Eigentumsrechte begründet durch die Deklaration derselbigen. Hier ist dasselbe passiert mit den Daten. Und das kann man bedrohlich empfinden, das kann man aber auch besonders klug nennen. Und jetzt müssen wir aber sozusagen wieder Spielregeln herstellen, wo wir sagen, Freunde, bei Google, bei Facebook, bei Twitter, da ist was passiert, das ist nicht vorgesehen, ihr habt die Spielregeln verändert. Mhm. Und ich finde interessant das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben mit dem Wilden Westen und den Indianern, weil es gibt natürlich auch eine philosophische Vorlage. Mhm. Also die Entsprechung davon ist Rousseaus. Ja. Abhandlung über die Ungleichheit, also die Ursachen der Ungleichheit, die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, indem er sagt, der erste Mensch, der hinging und Pfähle einschlug und ein Grundstück für sich in Anspruch nahm, der tat etwas Unrechtes, was im Grunde genommen eine verheerende Entwicklung der Menschheitsgeschichte nach sich gezogen hätte. Man hätte verhindern müssen, dass er dieses Gebiet, was er da eingezäunt hat, als sein Privateigentum betrachtet. Das ist natürlich aus heutiger Sicht eine relativ romantische Vorstellung, dass man das sozusagen hätte unterbinden sollen, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns ein Jenseits von Privateigentum gar nicht mehr vorstellen können. Aber wenn wir den Vergleich auf heute ausdehnen, geht es ja nicht mehr darum, Landbesitz irgendwo zu markieren, sondern es geht darum, Megaserver zu besitzen, die heute die Grundlage, die Ursache für die Ungleichheit unter den Menschen sind. Es gibt Menschen, die ihre Daten einfach nur liefern. Und es gibt andere Menschen, die über Megamaschinen verfügen, mit deren Hilfe sie Profile zusammenstellen können und die für Fantastilliarden verkaufen können. Und das begründet heute und wahrscheinlich erst recht in der Zukunft die Ungleichheit unter den Menschen. Ja, und ich glaube, dass Rousseau in gewisser Weise recht hatte, weswegen Karl Marx diese Grundidee, dass der erste Kapitalist auch eine Unrechtstat begangen hat, dass dem Kapitalismus von der ersten Geburtsstunde an ein Unrechtsgedanke eben innewohnt, weil man sich was aneignet, zunächst ja doch, Natur, Wälder, Ackerböden, Feudalherren bereits, dann aber auch Minen, Kohle, später Goldminen. Und dass dieser Gedanke, der begegnet uns in der Google-Diskussion schon wieder. Dass hier Eigentumsrechte reklamiert werden und damit eine Unrechtstat, die von uns beiden ja auch als solche empfunden wird, begründet wird. Und diese Unrechtstat, über die reden wir jetzt sozusagen. Wie groß ist die? Wo ist Eigentum begründet und wo ist es sozialpflichtig? Der Eigentumsbegriff ist ja von den genannten Herren bis zu Ludwig Erhard und unserem Grundgesetz einen weiten Weg gegangen und wurde eigentlich immer weiter kollektiviert. Aus meiner Sicht haben wir heute keinen Eigentumsbegriff mehr, wie wir ihn vor 100 Jahren hatten. Deins ist deins und meins ist meins. Denn das Eigentum zum Beispiel am Boden wird auf vielerlei Weise vom Staat reguliert. Also was zu den Eigentumsrechten dazugekommen sind Verpflichtungskataloge. Exakt. Also Sie haben ein Haus und in dem Haus haben Sie einen Gartenteich, aber Sie können kein Altöl in Ihrem Gartenteich entsorgen. Das ist nicht erlaubt, obwohl es Ihnen gehört. Keine Pestizide. Ich darf die Kinder, wenn ich einen Acker habe, auch nicht mehr da arbeiten lassen einfach. Die gehören nicht auf den Acker, sondern in die Schule. Die Pestizide gehören nicht rein. Ich darf nicht emittieren. Ich darf keine Feuer machen in manchen Gegenden. Ich darf auf Sylt und anderswo keine Sprengkörper zünden und ähnliches. Das Eigentumsrecht an der Scholle ist schon weitestgehend kollektiviert. Wir nennen das aus Gründen der gesellschaftlichen Vorsicht heute Regulierung. Da kann man sagen, ist ja eine ganz logische Entwicklung, das Eigentumsrecht an den Daten auch. Exakt.
Die Daten sind aber noch im Zustand des Wilden Westens. Da hat einer was in die Erde gerammt und behauptet, das ist meins. Google behauptet einfach, das ist seins. Sozusagen, es fehlen die Verpflichtungen, die Google eingehen muss. Es fehlt jede Sozialpflichtigkeit. Es wird ein ganzer Wortnebel, die Cloud. Das haben auch etliche Autoren ja bemerkt, dass um diese Dinge wie die Atomenergie, die den Versorgungs- und Entsorgungspark hatte, die Cloud. Große Datenfabriken werden als Wolke bezeichnet, aber in Wahrheit sind es Diebstahlstätten. Gott sei Dank nicht als Atompilz, Naja, aber es sind Diebstahlstätten unserer Datensätze, die dort angereichert werden in einer großen Anreicherungsanlage, nämlich ihre und meine Daten und die der Zuschauerinnen und Zuschauer miteinander vernetzt werden zu nationalen, regionalen, geschlechtsspezifischen Profilen werden so. Und das Ganze ist noch nicht sozialpflichtig. Wir sind noch in der Zeit sozusagen vor Ludwig Erhard, vor Erfindung der sozialen Marktwirtschaft. Also können wir sagen, ähnlich wie im Wilden Westen oder zu Anfängen des Kapitalismus, nicht, als der Kapitalismus nicht geregelt wird, der Manchester-Kapitalismus, der die Kinder in die Bergwerke schicken konnte oder die Arbeiter wie Sklaven halten, ohne dass es Gesetze gab, die das verhinderten. Also wenn wir uns in einer solchen Pionierphase befinden, ist hier die Frage, wie zivilisieren wir das Ganze? Denn die Gefahr besteht ja darin, dass man mit diesen unglaublichen Datensätzen und mit diesen Möglichkeiten, diese Daten zu Profilen zusammenzufügen, Manipulationsmöglichkeiten hat, wie wahrscheinlich noch nie ein Staat sie je besessen hat. Sie können bei Facebook, das Experiment haben das ja gezeigt, die Facebook ja selber gemacht hat, sie können die Leute manipulieren. Sie können den politischen Fokus, die politische Aufmerksamkeit steuern. Das sind ja auch Dinge, die einem berechtigterweise Angst machen können. Oder ein weiteres Beispiel. Google hat eine Banklizenz. Facebook hat eine beantragt. Wenn Sie Herren über alle Daten sind, das heißt, dann kennen Sie die ganzen Bewegungen der Konzerne. Sie wissen ganz, ganz genau, was da abgegangen ist. Sie kennen die Korrespondenzen, Sie kennen die Vorlieben, Sie wissen, wer mit wem besonders intensiven Kontakt hat und dergleichen mehr. Mit diesen ganzen Daten können Sie im Grunde genommen Börsenentwicklungen ganz, ganz genau übersehen, vielleicht sogar prophezeien. Damit würden Sie das ganze Finanzsystem unterminieren. Solche Möglichkeiten sind de facto da. Das ist ja keine Science-Fiction. Ja, wir leben in einer Zeit, in der diese Art Science-Fiction dabei ist, Wirklichkeit zu werden. Manches davon mehr, manches weniger. Manche neigen auch dazu, die Intelligenz dieser Maschinen zu überschätzen. Das sehe ich schon auch. Ein Computer wird von mehreren benutzt. Ich habe mal irgendwann ein Buch verschenkt über Rosenzucht. Und werde seitdem von Amazon bombardiert mit Buchvorschlägen zum Rosenzucht. Bei Amazon hält mich die Cloud, die Maschine, für einen passionierten Rosenzüchter. Weil man dann auch irgendwann mal da reinklickt in das neue Angebot, fühlt sich die Maschine bestärkt. Die Kinder benutzen denselben Computer. Also es kommt auch zu schizophrenen Computer- und Datenbiografien. Das glaube ich schon auch. Trotzdem der Punkt. Ja, aber alle zwei Jahre heißt es, werden die Computer ungefähr doppelt so intelligent. Also irgendwann werden die auch rauskriegen, dass das mit den Rosen nicht so ernst gemeint war. Ganz genau. Also ich glaube, da gibt es ja vielleicht noch ein paar Kinderkrankheiten, aber die werden immer intelligenter. Genau. Bis dahin haben wir sie aber gepackt, glaube ich, weil die Erkenntnis der Thematik weit fortgeschritten ist. Also eben Gott sei Dank nicht nur wir beide, sondern auch namhafte Politiker. Der leider verstorbene Frank Schirmer hat hier eine verdienstvolle Debatte, aber genau zur richtigen Zeit angestoßen über dieses Thema in Deutschland, die bis nach Brüssel ausgestrahlt hat, die sowohl die Wirtschaft als auch die Politik als auch die Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen hat. Und wir führen die jetzt fort mit voller Wucht und müssen dieses Thema in der Tat bis in die Machtzentralen treiben, wo daraus Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Bevor wir versuchen, darüber nachzudenken, was man ganz konkret machen kann, um aus dem Wilden Westen eine Zivilisation zu machen, würde mich noch ein bisschen interessieren, was für ein Menschenbild eigentlich bei diesen großen digitalen Supermächten dahinter steckt. Denn es ist ja so, die haben ja auch Visionen für die Zukunft. Also so ähnlich wie die, ich bleibe bei Ihrem Bild, die Pioniere des Wilden Westens eine Vorstellung von ihrem Promised Land hatten, was sie in Amerika aufbauen wollten. Religionsflüchtlinge, die sie zum Teil waren, Puritaner und so weiter. Die hatten eine Vorstellung von dem, was sie aus Amerika machen wollten. Und das ist ja bei Google ganz explizit auch so, dass ganz konkrete, geäußerte Vorstellungen sind, wie Menschen in 10, 20 oder 50 Jahren leben sollen. Dass also die digitale Revolution, der digitale Fortschritt sie dazu bringt, dass sie quasi in einer Art Matrix leben. Also Google kennt Sie dann irgendwann so genau, dass es besser weiß als Sie, was Ihnen gut tut. Sie haben dann nicht mehr die Google-Brille, die ist längst überwunden, auch nicht mehr die Google-Kontaktlinse, sondern Sie haben eine Linse im Auge.
Ja. Oder Sie haben eine intelligente Tapete, die mit Ihnen spricht und die morgens ausdruckt. Ne? Guten Morgen, Gabor. Ja? Dein Blutdruck ist so und so ist dein Hormonspiegel. Und aus all diesen Gründen würden wir dir empfehlen, heute das und das zu machen und das nicht zu machen und dergleichen mehr. Und das wird von Google allen Ernstes, nicht als Scherz, als positives Bild der Zukunft propagiert. Und diese eine ganze Branche sogenannter Zukunftsforscher, ist ja was man nicht studieren kann, aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich Zukunftsforscher nennen, die erzählen ihnen genau das Gleiche. Die sagen, so leben die Menschen in 20, 30 Jahren. Das heißt also, wenn mein Sohn so alt ist wie ich, der ist jetzt 11, dann wird er morgens aufwachen und wird die Tapete wird ihm quasi ausdrucken, was für ihn gut ist. Und er wird seine Kaufempfehlungen haben, seine Lebensempfehlung, seine Liebesempfehlung, seine Beziehungsempfehlung und dergleichen mehr. Das ist die Vision. Mich interessiert, als jemand, der gleich alt ist wie ich, also der auch noch nicht als Native aufgewachsen ist im Internet, können Sie der Vision etwas Positives abgewinnen oder finden Sie das nur furchtbar? Ich kann dir was Positives abgewinnen. Ich glaube, es hat furchtbare Anteile, aber nicht nur. Also wir haben zum Beispiel, ich finde es positiv, dass sich das Lesen loslöst von Raum, Zeit und der Darreichungsform auch des Buches. Ich hätte das vor einem Jahr so nicht gesagt, aber ich sehe bei meinen Kindern, es wird auf Buch gelesen, auf dem herkömmlichen Buch von gedruckter Ware und das E-Book in einer virtuosen Abwechslung der Lesegewohnheiten, die ich nicht für möglich gehalten habe, die ich mir aber auch schon längst angeeignet habe. Wenn ich unterwegs bin, ich habe da 100 Bücher drauf und schleppe nicht mehr wie früher meine Pilotenkoffer mit Büchern, auch in den Urlaub, wenn man was schreiben möchte und so weiter. Also es ist eine Selbstbefreiung. Und ich glaube auch an den Kühlschrank, der einem Nachrichten morgens bringt zum Frühstück, ist da drin Wurst, Käse, Butter und eben auf dem Kühlschrank Display. Was fehlt und... Ja, Nachrichten, Weltnachrichten, wirklich das, was passiert ist. Ich kann das Radio anmachen, das steht ja auch in der Küche irgendwo rum, wie unsere Eltern, Schrauben und die UKW und die Welle einstellen, aber ich werde ein Display da haben. Ich werde auf der Uhr, also die Nachrichten... Der Vorteil ist, Sie müssen sich etwas weniger bewegen als jetzt. Die Nachrichten dafür müssen Sie mehr Sport machen, um fit zu bleiben. Die Zeit, in der ich lebe, begleitet mich. Die ist bei mir. Wie ein Freund vielleicht auch. Also ich mache jetzt bewusst ein positives Gegenbild. Will aber nicht ablenken von der Datendebatte, dass all diese Gewohnheiten, die sich daraus ergeben. Naja, aber mir macht auch der Freund ein bisschen Angst. Mhm. Weil ich nehme an, dass ein Begriff, der Ihnen für Sie von großer Bedeutung ist, ist der Begriff der Freiheit. Ja. Also die Menschen haben im Laufe der Kulturgeschichte, der politischen Geschichte, von den alten Griechen an, wo das Freiheitskonzept das erste Mal entsteht, über die Aufklärung bis in unsere modernen Gesellschaften den Begriff der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Selbstbestimmtheit, der Souveränität immer hoch und heilig gehalten. Und das ist ein großer Wert. Der ganze Liberalismus hat sich diesem Begriff verpflichtet. Jetzt haben wir einen Freund, der meine Freiheit nett einschränkt, also nicht böse, ganz freundlich. Ja, der sagt, da musst du nicht mehr selber drüber nachdenken, das mache ich schon. Da musst du nicht mehr selber eine Entscheidung treffen, sondern ich weiß schon, was für dich gut ist. Also so ein gütiger, ja, väterlicher Begleiter, der mich eigentlich wieder auf die Stufe eines Kindes bringt, indem der mir nämlich genau erzählen kann, was für mich das Beste ist. Nicht das, was ich eigentlich vorhabe, sondern sagt, ja, aber es gibt da noch viel bessere Ideen, weil ich habe ja deinen Hormonspiegel gelesen und deswegen würde ich dir doch lieber empfehlen, das andere zu machen. Außerdem weiß ich ganz genau, dass du eigentlich dieses Bedürfnis hast, du hast es nur noch nicht richtig gemerkt und vieles andere mehr. Das heißt, das Glücksversprechen heißt nicht Freiheit. Man kann sagen, ja, ich habe die Freiheit, ich muss mich nicht mehr so viel bewegen. Ich habe die Freiheit, die Nachrichten ins Bett zu kriegen oder ins Auge oder direkt ins Gehirn zu kriegen. Aber auf der anderen Seite nimmt mir jemand ganz, ganz viel Denken ab. Ja, und das kann ich auch als Unfreiheit erleben. Das heißt, man tauscht meine alte, alteuropäische Freiheit gegen eine Wohlfühlmatrix. Ja, ich habe einen anderen Freiheitsbegriff, glaube ich. Also nicht grundsätzlich, aber vielleicht in Teilen davon. Also ich bin vor kurzem erst auf ein Autor gestoßen, Etienne de la Boétie, vor 500 Jahren. Er war 25 Jahre und gilt heute als Wegbereiter dessen, was die Aufklärer später geschrieben. Und er hat gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Feudalherr uns alle beherrscht? Die Augen, mit denen er auf uns guckt, sind die Augen, die wir ihm leihen. Wir schneiden uns selbst die Kehle durch. Das Volk, ein Herrscher kann ja nicht, auch in der Feudalzeit, wir reden von der Feudalzeit, konnte nicht ein Land unterdrücken und ausspähen und foltern. Sondern es waren die Leute, die das für den König getan haben. Und er hat gesagt, kein Tier würde das tun. Das Tier hat einen Freiheitsbegriff, der ist sozusagen, der ist nicht bestechlich. Ein Tier in Unfreiheit wird sich wehren,
Man kann ein Pferd nicht einsperren, ohne dass sich wehrt, ein Löwen, ein Krokodil. Und hat die Menschen mit den Tieren verglichen und hat gesagt, die Menschen sind degeneriert, weil sie ihren Freiheitsbegriff anderen Mächten unterordnen. Und jetzt zurück auf das, mein Freiheitsbegriff ist, wir haben alle Möglichkeiten in der Hand. Ich möchte, und da, wo es das noch nicht gibt, dafür Streit nehmen, dass, wenn ich das nicht möchte, eben nicht möchte. Ich möchte meine Daten, wenn ich, wie es ja heute auch manche Computer haben, nicht überstellen möchte an Google, muss es die Möglichkeit geben, dass ich das nicht tue. Ich möchte nicht zwangsbeglückt werden, in der Tat, von diesem Freund. Aber was Sie gerade sagen, setzt Mündigkeit voraus. Es setzt die Mündigkeit von jemandem voraus, der trainiert ist, selber Entscheidungen zu fällen. Das ist ja auch das Argument, dass die großen Konzerne sagen, keiner muss Google nutzen. Keiner muss zu Facebook gehen. Ja, das ist eben nicht ganz richtig, das weil Google eben sozusagen richtig. Monopol hat. Ja, aber auch wenn es kein Monopol hätte, zu sagen, ich setze jemanden voraus, der klug genug ist, genau zu wissen, was für ihn gut ist, und biete ihm dann in meiner Zukunftsutopie ein komplettes Wohlfühlbevormundungssystem an, in dem niemand lernen kann, was für ihn gut ist. Wir haben es mit einem Mündigkeitsparadox zu tun. Aber die Google setzt eine Mündigkeit voraus, um in dieser Cloud-Welt und so weiter zu leben. Und diese Cloud-Welt ist das Gegenteil von Mündigkeit. Es trainiert Mündigkeit ab. Ja, aber wir dürfen nicht in die Gefahr, wir waren ja beim Wilden Westen, in die Gefahr der Prohibitionsdebatte zu kommen. Alkohol hat ja die, ja, wir können stundenlang über die großen Gefahren des Alkoholtrinkens. Ne? Es zerstört alles. Also ich mache das komplette Bild, das ist auch der gütige Freund, man flößt sich das ein und die Werbung suggeriert einem, jetzt kommt John Wayne und der Whisky und ganz toller Kerl ist man und so weiter. Deswegen sind wir ja beide heute doch nicht der Meinung, dass man Alkohol verbieten sollte, sondern es kommt, wir brauchen die Instrumente für den sinnvollen Gebrauch, auch von Genuss und Rauschmitteln, das heißt Erziehung, Warnhinweise. Auch Beratungsstellen, wenn es schief geht und so weiter. Wir haben ein komplettes System heute entwickelt, wie wir mit diesen suchtgefährdenden Mitteln umgehen. Hier ist auch in der Tat die Gefahr der Entmündigung, die Gefahr des datenmäßigen Vollrausches, ja, dass ich mir alles sagen lasse, dass ich mich komplett drauf verlasse. Es gibt ja Menschen, die laufen mit diesen Armbändern rum, freiwillig. Freiwillig. Fragt man sich, ist das Mündigkeit oder ist das Dämlichkeit? Die anderen haben sich ja auch freiwillig besoffen im Wilden Westen bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann war es in Wahrheit eine Frauenbewegung, die das, weil die Männer derart betrunken sozusagen die Rechte der Frauen, die noch nirgends fixiert waren, verletzt haben. Hier haben wir es auch mit Daten-Junkies zu tun, die uns erzählen wollen, das ist männlich und kümmere dich nicht um die Folgen. Der richtig freiheitsliebende Mensch, das sagen uns ja Larry Page und die Facebook-Jungs, der richtig freiheitsliebende Mensch, der braucht eure europäischen Spielregeln nicht. Mhm. Aber wir reden ja schon über Spielregeln. Mhm. Was sollte Google in Zukunft nicht mehr dürfen, was es jetzt noch darf? Also wenn die deutschen Datenschutzgesetze sagen würden, dass es nicht erlaubt ist, Daten außer Landes zu nehmen und zu vernetzen mit anderen Daten und es natürlich dann auch Bürokraten, Regulierungsbehörden gäbe, die das überwachen, dann wäre das nicht so ohne weiteres möglich. Wir streiten ja als Medien und als Verlage darum, wie viel Text darf Google in den Suchfeldern zeigen, wie viel von dem Inhalt, den ein Redakteur bezahlt hat, geschrieben hat und den ein Verlag bezahlt hat, darf Google sozusagen zeigen. Die Überschrift, den Vorspann, was noch. Diese Diskussion haben wir in allen Ländern. In Frankreich zahlt Google einen zweistelligen Millionenbetrag freiwillig, damit die Politik nicht weiter darüber nachdenkt. Ein zweistelliger Millionenbetrag ist für eine Firma, die 13 Milliarden Gewinn macht, Taschengeld. Ganz genau. Exakt. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Ich würde auch sagen, von Frankreich derzeit wenig lernen. Eine digitale Supermacht von dieser Größe, also ein virtuelles Imperium von der Größe des Römischen Reiches, wird ja wohl in der Lage sein, entsprechenden Einfluss zu nehmen in Europa, dass diese Gesetze nicht kommen. Da glaube ich aber an die Vitalität unserer Parlamentarier und unseres politischen Systems bei aller Skepsis gegenüber politischen Parteien. Haben Sie das Gefühl, dass bei den meisten Parlamentariern das Problem in seiner ganzen Dringlichkeit überhaupt angekommen ist? Nein, nicht. Ich würde es in der Tat vergleichen, wir bewegen uns irgendwo Ende der 70er Jahre Umweltschutzdiskussion. Mhm. Es gibt gerade eine Agenda der Bundesregierung, nicht? Das ist eine digitale Agenda und in dieser digitalen Agenda ist also wirklich nur in ganz, ganz wenigen Sätzen von dieser Gefahr überhaupt die Rede. Die müsste doch mindestens die Hälfte eines solchen Textes ausmachen. Also das würde in die Richtung gehen, was Sie sagen. Wir sind in den aller zaghaftsten Anfängen, aber diese Firmen sind sehr schnell. Also Gabriel hat schon Dinge thematisiert, auch Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments. Ich sehe ein paar Politiker, ich sehe den Berliner Justizsenator Thomas Heilmann, der hat vor, ich glaube, 10 Jahren auf einem CDU-Parteitag als Parteiloser damals gesprochen zu diesen Themen.
ich sehe, dass sich was bewegt. Vielleicht zu langsam. Also da brauchen wir keinen Konflikt. Vielleicht zu langsam, ja. Was mich interessieren würde, bevor wir das Szenario vielleicht noch genauer ausläuten, was man wirklich politisch machen kann. Mhm. Es gäbe ja auch die Utopie, man versucht technisch etwas zu machen. Also wenn Sie jetzt ein Start-up gründen, mhm, wo Sie eine Software entwickeln, mit dem man seine Daten karnevalisieren kann. Mhm. So dass sie für Google nicht mehr brauchbar sind. Mhm. Also im Grunde genommen alles durcheinander machen. Maskeraden, Datenschrott fabrizieren, mhm, also Karnevalisierung ihrer Daten. Ja. Dann wäre das Geschäftsmodell von Google auch zu Ende. Ja, beziehungsweise dann fängt es an, für den Nutzer ein Geschäft zu werden. Oder ich verzichte auf dieses Programm, liebe Googles. Ja. Und dafür zahlt ihr mir. Dafür müsste man zuerst mal Kunde von Google sein, was man ja nicht ist. Also man steht ja gar nicht im Verhältnis eines Kunden. Also in dem Moment, wo ich die Suchmaschine da drauf habe, da unterschreibe ich ja keinen Vertrag. Ich trete ja gar nicht als Kunde in eine Vertragsbeziehung. Das müsste ich ja auch erstmal machen. Mhm. Und in diesem Vertrag müsste drinstehen, bist du damit einverstanden, dass Google deine Daten benutzt? Oder bist du nicht damit einverstanden? Das wäre so mal ein Anfang eines Vertrages, was man darf und was man nicht darf. Also wir haben ja auf den Computern haben wir ja schon diese Adblocker. Ne, dass man die Anzeigen, die einem geschickt werden, ich gebe auch gleich zu, dass die Firma, für die ich arbeite, wir leben auch davon, dass wir, dass möglichst wenig Leute diese Adblocker benutzen, weil wir spielen Werbung aus, so wie wir in Zeitungen Werbung drucken, haben wir eine große Agentur, die uns gehört, wo wir Anzeigen auf den Webseiten von FAZ, Süddeutsche, Handelsblatt und Ähnlichem ausspielen, nennt man das, also platzieren. Dafür wollen wir auch ein bisschen was wissen über die Nutzer. Und es gibt Leute und Nutzer, die eben den Adblocker anschalten und das ausschalten. Mhm. So sehr uns das schädigt, glaube ich, dass das trotzdem ein Fortschritt ist, dass es das gibt und unterstützt das auch. Ich glaube, diese Technologie, die muss am Computer sichtbar für jeden. Ja? Mhm. Das muss in einer freiheitlichen Welt ein Selbstbestimmungsrecht des Computernutzers geben und des Menschen diese Daten mitzuteilen oder nicht mitzuteilen. Da sind Sie offensichtlich zuversichtlich, dass die Politik das durchsetzt. Ein Einwand dagegen. Mhm. Die Politik findet das eigentlich ganz gut, dass es so einfach ist, Datenmining zu betreiben. Zum Beispiel, um rauszufinden, ob sie terroristische Verbindungen unterstützen oder ob sie pädophil sind oder vieles andere auch. Das heißt, diese Vorstellung, dass die Daten karnevalisiert werden oder die Vorstellung, dass ganz strenge Gesetze das jetzt einhegen, dass man über die Daten eines Benutzers verfügt, sind, glaube ich, nicht uneingeschränkt im Interesse der Politik. Nicht bei allen Politikern, natürlich. Und dann haben wir ja doch zwei einander widerstrebende Konzepte. Also einmal quasi die liberale Auffassung, ja, die sagt, ich bin der Herr über meine Daten und ihr dürft nicht machen damit, was ihr wollt. Und eine inzwischen recht fortgeschrittene Mentalität, die sagt, das ist doch wunderbar. Das steht auch übrigens in der Agenda der Bundesregierung drin. Ja, es muss verstärkt möglich sein, die Pfade von Leuten, die kriminell verhaltensauffällig im Netz sind, zu verfolgen, mhm, und denen entsprechend nachzugehen. Das heißt, mehr Raum als der Kontrolle dient dem Schaffen eines Freiraumes für den Staat, auch an diesen Daten zu partizipieren, da wo seine Interessen berührt sind. Da wird es immer eine Schnittmenge geben, die haben wir auch beim Briefgeheimnis. Trotzdem wird das Briefgeheimnis in Deutschland ja geachtet und es gilt. Außer eben, es liegen Verdachtsmomente vor, so das ist ja sehr genau geregelt, ab wann ein Brief, in dem Fall jetzt eine E-Mail, ein Datenprofil geöffnet werden darf. Ich glaube, dass man da klar käme, dass man das eine nicht, auch nicht angstpolitisch gegeneinander ausspielen darf. Es gibt ein Sicherheitsinteresse von Staaten in Zeitalter von Bedrohungen, die wir aus religiösen und kulturellen Gründen kaum verstehen können, weil das uns noch ferner liegt als das, was Google treibt. Ja, diese Welten von Spiritualität, von übersteigertem islamischem Glauben, zumindest Berufung auf selbigen, obwohl es oft sich ja um nackten Terror handelt, so diese Dinge, die müssen strafverfolgt werden, das glaube ich schon. Aber ich würde das nicht ausspielen gegen den Freiheitsbegriff der Bürger. Das darf eben nicht sein. Ja, wir leben nicht im Zeitalter von Franz Josef Strauß, entweder oder. Ja, entweder ihr wollt Sicherheit oder Freiheit. Aber wir leben schon in einer Zeit, in der die Grenzen sich stark verschoben haben. Also wir sind noch, ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, gegen maschinenlesbare Personalausweise und gegen die Volkszählung auf die Straße gegangen. Ja, wo wir dachten, wir müssen dem Staat alles Üble zutrauen im Hinblick auf unsere Daten. Dann erschien über eine lange Zeit der Staat relativ harmlos. Und jetzt, wo wir das ganze Treiben der Geheimdienste haben, sind wir wieder nicht so sicher, ob wir dem Staat trauen können. Also da gibt es ja auch so eine wellenförmige Bewegung. Aber waren unsere Ängste damals nicht auch ein Stück weit übertrieben?
Das würde ich nicht ausschließen, dass sie übertrieben waren. Vor allem, wenn man guckt, wie viele Daten die jüngere Generation, aber auch wir unfreiwilligerweise auch heute zur Verfügung stellen, war das ja damals irgendwie, die waren die kleinen Radieschen, über die wir damals geredet haben und uns aufgeregt haben. Also die Atomenergie finde ich ein schönes Beispiel, weil man hat ja damals den Gegnern der Atomenergie vorgeworfen, sie wären Verhinderer des Fortschritts, sie wären gegen den Fortschritt. Und in Wirklichkeit waren sie ja nicht einfach nur gegen den Fortschritt, sondern sie waren vielleicht für eine andere Art von Fortschritt. Man muss sich ja nur vorstellen, man hätte damals die erneuerbaren Energien mit dem gleichen Betrag, mit den gleichen Milliarden gefördert. Dann wären wir innerhalb kürzester Zeit Weltmarktführer geworden und das wäre wahrscheinlich ganz großartig gewesen, wir hätten das gemacht. Das Gleiche haben wir ja in der Internetdiskussion auch. Es geht ja nicht darum, dass wir Suchmaschinen nicht gut finden und es geht nicht darum, dass wir das Internet nicht gut finden. Wir müssen fragen, welchen gesellschaftlich zu verantwortenden Fortschritt wollen wir haben und welchen wollen wir nicht haben. Jetzt habe ich natürlich einen Zweifel. Also wenn wir philosophisch ein bisschen ausholen, dann gibt es in der Geschichte der Philosophie die Vorstellung von positiver und negativer Freiheit. Das ist eine Unterscheidung, die geht letztlich auf Kant zurück, ist aber bekannt geworden durch eine Formulierung von Isaiah Berlin, also ein Philosoph des 20. Jahrhunderts. Positive Freiheit heißt alles das, was ich darf. Ja, ich darf mich einmischen, ich darf wählen, ich habe die und die Rechte. Und negative Freiheit ist alles das, wo ich das Recht habe, verschont zu werden. Und da gehört natürlich meine Privatsphäre sehr weitgehend dazu. Da gehören meine Daten zu. Also es gibt einen Teil der negativen Freiheit ist, dass andere Leute mit meinen Daten nicht irgendetwas anstellen dürfen, was ich nicht will oder was ich nicht weiß. Meine Befürchtung ist, wenn wir das zulassen, dass Firmen so etwas tun, dass wir dann tatsächlich immer mehr in eine Matrix geraten, ja, dass also unser Leben ja ohnehin quantifiziert wird, ausgerechnet wird, vorherberechnet wird, dass wir vielleicht gar kein Interesse mehr daran haben, die positiven Freiheiten auszuleben. Wozu brauche ich noch Wahlen, ja, wenn die Profiler sowieso wissen, was ich wählen würde? Das wird doch eigentlich reichen, nur mit einem ordentlichen Server, der das ordentlich ausrechnet, kann ich das politische Bewusstsein der Deutschen viel, viel besser abbilden und ausrechnen, als ich das durch jede Wahl könnte. Also gibt es nicht alte Formen von Freiheit, wie zum Beispiel Wahl, die sukzessive durch die Einschränkung der negativen Freiheiten Stück für Stück quasi kannibalisiert werden, zum Schaden der Demokratie, wie sie jetzt ist. Und gleichzeitig dürfen wir nicht den Begriff der negativen Freiheit ausspielen gegen die positive Freiheit, glaube ich. Und das als Ermächtigung für den Staat und für Regulierer und für eine, ich sag mal, Elite, die es besser weiß, über die Bedrohung, die anderen nicht erkennen, und dann auszuspielen und sagen, wir wissen, was positiv-negative Freiheit ist und wir sorgen mal dafür, dass ihr nur den positiven Teil, wir nehmen den anderen raus aus dem Spiel. Also die Frage ist, wer bevormundet, ne? Also ja. Bevormundet uns Google oder bevormundet uns eine gewisse aufgeklärte Elite, die genau weiß, was für uns gut ist und welche Technologie schlecht ist. Deswegen steht am Anfang ja schon der Debatte ja auch Aufklärung einfach. Bevor Gesetzgeber uns zerschlagen und entflechten und all diese Instrumente, die wir mal in die Hand genommen haben hier, steht schon Aufklärung. Der Gedanke eben der Selbstertüchtigung, dass ich selber weiß, was passiert da eigentlich. Also das die Anfangsbemerkung von Ihnen, dass ich kaufe und damit zum Produkt werde. Diese Erkenntnis ist ja nicht allzu weit verbreitet. Macht aber Jugendlichen wahrscheinlich gar keine Angst. Also das Problem bei dieser Aufklärung ist ja immer, dass ich sagen werde, es gibt die und die Gründe, weswegen das ganz finster ist. Das sind aber Dinge, wenn ich in diese Internetwelt, wachse ich ja nicht nach einem Studium rein, nachdem ich mich mit all diesen Dingen vorher theoretisch auseinandergesetzt habe. Ich mache auch nicht wie beim Führerschein noch eine theoretische Prüfung, ob ich wirklich den Gefahren des Internets gewachsen bin und ob ich mich wirklich auskenne in Bezug auf meine Privatsphäre und die ganzen Bedrohungen, die sich dort abspielen, sondern ich wachse quasi als Kind, als Jugendlicher in diese Welt rein. Wann und wo soll da diese Aufklärung stattfinden? Im Alltag, im Leben, in der Schule, so papageienhaft der Schulbetrieb oft ist, glaube ich schon, dass das Leben selbst eine Lehranstalt ist und dass wir nicht, da können wir nicht abkürzen an der Stelle und sagen, du schaffst das nicht. Nehmen wir mal die Werbung, da wird ja derselbe Vorbehalt gegenüber der Werbung. Sie hat indoktrinierenden, propagandistischen, hypnotisierenden Einfluss auf junge Menschen und will verführen. Ja, aber wir betreiben Aufklärung darüber, Eltern, Schule. Man selbst an sich selber ja auch, man fällt auf Werbeversprechen rein, entzaubert, versteht. Deswegen wollen wir nicht Werbung verbieten. Wir haben Werbung aber auch reguliert, Spielregeln gemacht, um die Verführung, an der ja auch Psychologen und kluge Menschen ja auch sitzen. Und wir haben es ja hier auch mit einer Abzweigung der Werbeindustrie zu tun bei Google. Die Datenprofile dienen ja auch nur einer Verstärkung sozusagen der hypnotisierenden und vorherbestimmenden Wirkung von
von Dingen, dass wir hier ein Stück der Arbeit dem Einzelnen nicht abnehmen dürfen. Weil sonst wird unter dem Banner der Freiheit, das haben wir ja im Anschluss an die Aufklärung auch erlebt, dass unter dem Banner der Freiheit die Unfreiheit kam. Mhm. Dazu neigen wir Deutschen auch ein Stück weit, dass wir in den Debatten so dämonisieren, dass aus dem Umweltgedanken die Ökodiktatur gedanklich folgt, dass aus der Richtigkeit der sozialen Anliegen der Sozialismus direkt mündend in den Stalinismus gefolgt ist. So. Aber Sie haben ganz offensichtlich einen ziemlichen Optimismus, dass es in dieser Gesellschaft ein Fundament gibt, dass dieser Marktideologie, der Mensch ist das, was seine Daten sind. Das ist ja ein sehr inhumanes Menschenbild. Ne? Das ist, der Mensch wird ja quantifiziert. Also was für Sie gut ist, rechne ich Ihnen ja mit Hilfe einer Quantifizierung von lauter Einzeldaten aus. Das ist ja ein Bild, was einem Aufklärungsphilosoph nicht gefallen kann. Aber und wenn Sie sagen, Sie das die haben wirklich? Das Recht und die Freiheit dazu, dann wird er sagen, das ist ein Missbrauch des Begriffs der Freiheit. Aber glauben wir das denn wirklich, dass das so geht? Überlisten wir uns nicht dauernd selbst mit unseren in flagranti gefassten Entscheidungen, Kaufentscheidungen, Partnerentscheidungen. Ich habe den Eindruck, dass die Quantifizierung aller Lebensbereiche unaufhörlich fortschreitet. Der größte Teil unserer Gesellschaftswissenschaften sind mit nichts anderem mehr beschäftigt, als zu messen. Ja, Tests zu machen, Entscheidungen zu messen, zu quantifizieren. Die sind nicht damit beschäftigt zu sagen, wir entwickeln mal Utopien ja, für eine zukünftige digitale Gesellschaft, sondern die messen ihr alltägliches Verhalten. Ja, sozialpsychologisch wird eigentlich nur noch soziologisch, politologisch wird nahezu nur noch gemessen. Das heißt also, diese Diktatur dieser Quantifizierung haben Sie in all diesen Bereichen. Die haben Sie nicht nur bei Google, die haben Sie bis hinein in die universitären Disziplinen, in Meinungsumfragen und so weiter. Die ganze Zeit wird statistisch errechnet, wie Menschen sind. Und dann schlägt am Ende der Mensch zu und sich selbst ein Schnippchen. Ich war jahrelang, ich war für das Weiße Haus zuständig politisch, für die Berichterstattung beim Spiegel in Bonn, vorher in Berlin, der Wahlabend. Der Wahlabend war ja immer unser Debakel. Wenn es den Wahlabend nicht gegeben hätte, alle Prognosen der Institute, die schlauen Prognosen von einem selber, der eigenen Kollegen, meistens hat der Wähler irgendwie anders entschieden. Gibt es auch große Theorien, was da so passiert in der Nacht vor der Wahl und warum die Meinungsumfragen, warum die Leute nicht mitteilen, was sie wirklich denken, über Rechtsradikalismus nicht wirklich denken. Aber in Zukunft müssen die das nicht mehr mitteilen. Ich habe eine Karikatur gefunden aus dem Jahr 1993, also aus den Kindertagen des Internets, aus dem New Yorker. Da sitzen zwei Hunde vor dem PC und dann sagt der eine Hund zu dem anderen, im Internet weiß niemand, dass ich ein Hund bin. Heute weiß Google, dass sie ein Hund sind. Und damit wissen es auch alle anderen. Damit muss der Hund leben, glaube ich, dass er durchleuchtet wird. Mein Hund ist vielleicht schlauer als Google. Herr Steingart, ich danke Ihnen für das Gespräch. An die Vitalität unserer Parlamentarier und unseres politischen Systems bei aller Skepsis gegenüber politischen Parteien. Haben Sie das Gefühl, dass bei den meisten Parlamentariern das Problem in seiner ganzen Dringlichkeit überhaupt angekommen ist? Nein, nicht. Ich würde es in der Tat vergleichen, wir bewegen uns irgendwo Ende der 70er Jahre Umweltschutzdiskussion. Es gibt gerade eine Agenda der Bundesregierung, nicht? Das ist eine digitale Agenda und in dieser digitalen Agenda ist also wirklich nur in ganz, ganz wenigen Sätzen von dieser Gefahr überhaupt die Rede. Die müsste doch mindestens die Hälfte eines solchen Textes ausmachen. Also das würde in die Richtung gehen, was Sie sagen. Wir sind in den aller zaghaftsten Anfängen, aber diese Firmen sind sehr schnell. Also Gabriel hat schon Dinge thematisiert, auch Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments. Ich sehe ein paar Politiker, ich sehe den Berliner Justizsenator Thomas Heilmann, der hat vor, ich glaube, 10 Jahren auf einem CDU-Parteitag als Parteiloser damals gesprochen zu diesen Themen. Ich sehe, dass sich was bewegt. Vielleicht zu langsam. Also da brauchen wir keinen Konflikt. Vielleicht zu langsam, ja. Was mich interessieren würde, bevor wir das Szenario vielleicht noch genauer ausläuten, was man wirklich politisch machen kann. Mhm. Es gäbe ja auch die Utopie, man versucht technisch etwas zu machen. Also wenn Sie jetzt ein Start-up gründen, wo Sie eine Software entwickeln, mit dem man seine Daten karnevalisieren kann. So dass sie für Google nicht mehr brauchbar sind. Also im Grunde genommen alles durcheinander machen. Maskeraden. Datenschrott fabrizieren. Also Karnevalisierung ihrer Daten. Ja. Dann wäre das Geschäftsmodell von Google auch zu Ende.
Ja. Beziehungsweise dann fängt es an, für den Nutzer ein Geschäft zu werden. Oder ich verzichte auf dieses Programm, liebe Googles. Ja. Und dafür zahlt ihr mir. Dafür zahlt, aber dafür müsste man zuerst mal Kunde von Google sein, was man ja nicht ist. Also man steht ja gar nicht im Verhältnis eines Kunden. Also in dem Moment, wo ich die Suchmaschine da drauf habe, da unterschreibe ich ja keinen Vertrag. Ich trete ja gar nicht als Kunde in eine Vertragsbeziehung. Das müsste ich ja auch erstmal machen. Mhm. Und in diesem Vertrag müsste drinstehen, bist du damit einverstanden, dass Google deine Daten benutzt? Oder bist du nicht damit einverstanden? Das wäre so mal ein Anfang eines Vertrages, was man darf und was man nicht darf. Also wir haben ja auch schon auf den Computern haben wir ja schon diese Adblocker. Ne, dass man die Anzeigen, die einem geschickt werden, ich gebe auch gleich zu, dass die Firma, für die ich arbeite, wir leben auch davon, dass wir dass möglichst wenig Leute diese Adblocker benutzen, weil wir spielen Werbung aus, so wie wir in Zeitungen Werbung drucken, haben wir eine große Agentur, die uns gehört, wo wir Anzeigen auf den Webseiten von FAZ, Süddeutsche, Handelsblatt und ähnlichen ausspielen, nennt man das, also platzieren. Dafür wollen wir auch ein bisschen was wissen über die Nutzer. Und es gibt Leute und Nutzer, die eben den Adblocker anschalten und das ausschalten. Mhm. So sehr uns das schädigt, auf der glaube ich, dass das trotzdem ein Fortschritt ist, dass es das gibt und unterstützt das auch. Ich glaube, diese Technologie, die muss am Computer sichtbar für jeden Staat reguliert. Also was zu den Eigentumsrechten dazugekommen sind, sind Verpflichtungskataloge. Exakt. Also Sie haben ein Haus und in dem Haus haben Sie einen Gartenteich, aber Sie können kein Altöl in Ihrem Gartenteich entsorgen. Das ist nicht erlaubt, obwohl es Ihnen gehört. Keine Pestizide. Ich darf die Kinder, wenn ich einen Acker habe, auch nicht mehr da arbeiten lassen einfach. Die gehören nicht auf den Acker, sondern in die Schule. Die Pestizide gehören nicht rein. Ich darf nicht emittieren. Ich darf keine Feuer machen in manchen Gegenden. Ich darf auf Sylt und anderswo keine Sprengkörper zünden und ähnliches. Das Eigentumsrecht an der Scholle ist schon weitestgehend kollektiviert. Wir nennen das aus Gründen der gesellschaftlichen Vorsicht heute Regulierung. Kann man sagen, ist ja eine ganz logische Entwicklung, das Eigentumsrecht an den Daten auch. Exakt. Die Daten sind aber noch im Zustand des Wilden Westens. Da hat einer was in die Erde gerammt und behauptet, das ist meins. Google behauptet einfach, dass es seins. Sozusagen, es fehlen die Verpflichtungen, die Google eingehen muss. Es fehlt jede Sozialpflichtigkeit. Es wird ein ganzer Wortnebel, die Cloud. Das haben auch etliche Autoren ja bemerkt, dass um diese Dinge wie die Atomenergie, die den Versorgungs- und Entsorgungspark hatte, die Cloud. Große Datenfabriken werden als Wolke bezeichnet, aber in Wahrheit sind es Diebstahlstätten. Gott sei Dank nicht als Atompilz, ja. Ja, aber es sind Diebstahlstätten unserer Datensätze, die dort angereichert werden in einer großen Anreicherungsanlage, nämlich Ihre und meine Daten und die der Zuschauerinnen und Zuschauer miteinander vernetzt werden, zu nationalen, regionalen, geschlechtsspezifischen Profilen werden. So. Und das Ganze ist noch nicht sozialpflichtig. Wir sind noch in der Zeit sozusagen vor Ludwig Erhard, vor Erfindung der sozialen Marktwirtschaft. Also können wir sagen, ähnlich wie im Wilden Westen oder zu Anfängen des Kapitalismus, nicht? Als der Kapitalismus nicht geregelt wird, der Manchester-Kapitalismus, der die Kinder in die Bergwerke schicken konnte oder die Arbeiter wie Sklaven halten, ohne dass es Gesetze gab, die das verhinderten. Also wenn wir uns in einer solchen Pionierphase befinden, ist ja die Frage, wie zivilisieren wir das Ganze? Denn die Gefahr besteht ja darin, dass man mit diesen unglaublichen Datensätzen und mit diesen Möglichkeiten, diese Daten zu Profilen zusammenzufügen, Manipulationsmöglichkeiten hat, wie wahrscheinlich noch nie ein Staat sie je besessen hat. Sie können bei Facebook, das Experiment haben das ja gezeigt, die Facebook ja selber gemacht hat, Sie können die Leute manipulieren. Sie können den politischen Fokus, die politische Aufmerksamkeit steuern. Das sind ja auch Dinge, die einem berechtigterweise Angst machen können. Oder ein weiteres Beispiel. Google hat eine Banklizenz. Facebook hat eine beantragt. Wenn Sie Herren über alle Daten sind, das heißt, dann kennen Sie die ganzen Bewegungen der Konzerne. Sie wissen ganz, ganz genau, was da abgegangen ist. Sie kennen die Korrespondenzen, Sie kennen die Vorlieben, Sie wissen, wer mit wem besonders intensiven Kontakt hat und dergleichen mehr. Mit diesen ganzen Daten können Sie im Grunde genommen Börsenentwicklungen ganz, ganz genau übersehen, vielleicht sogar prophezeien. Damit würden Sie das ganze Finanzsystem unterminieren. Solche Möglichkeiten sind de facto da. Das ist ja keine Science-Fiction. Ja, wir leben in einer Zeit, in der diese Art Science-Fiction dabei ist, Wirklichkeit zu werden. Manches davon mehr, manches weniger. Manche neigen auch dazu, die... Ich setzt. Ein Einwand dagegen. Die Politik findet das eigentlich ganz gut, dass es so einfach ist, Datenmining zu betreiben. Zum Beispiel, um rauszufinden, ob sie terroristische Verbindungen unterstützen oder ob sie pädophil sind oder vieles andere auch. Das heißt, diese Vorstellung, dass die Daten karnevalisiert werden oder die Vorstellung, dass ganz strenge Gesetze das jetzt einhegen, dass man über die Daten eines Benutzers verfügt, sind, glaube ich, nicht uneingeschränkt im Interesse der Politik.
Nicht bei allen Politikern, natürlich. Und dann haben wir doch zwei einander widerstrebende Konzepte. Also einmal quasi die liberale Auffassung, die sagt, ich bin der Herr über meine Daten und ihr dürft nicht machen damit, was ihr wollt. Und eine inzwischen recht fortgeschrittene Mentalität, die sagt, das ist doch wunderbar. Das steht auch übrigens in der Agenda der Bundesregierung drin. Ja, es muss verstärkt möglich sein, die Pfade von Leuten, die kriminell verhaltensauffällig im Netz sind, zu verfolgen und denen entsprechend nachzugehen. Das heißt, mehr Raum als der Kontrolle dient dem Schaffen eines Freiraumes für den Staat, auch an diesen Daten zu partizipieren, da wo seine Interessen berührt sind. Da wird es immer eine Schnittmenge geben, die haben wir ja auch beim Briefgeheimnis. Trotzdem wird das Briefgeheimnis in Deutschland ja geachtet und es gilt. Außer eben, es liegen Verdachtsmomente vor, also das ist ja sehr genau geregelt, ab wann ein Brief, in dem Fall jetzt eine E-Mail, ein Datenprofil geöffnet werden darf. Ich glaube, dass man da klar käme, dass man das eine nicht, auch nicht angstpolitisch gegeneinander ausspielen darf. Es gibt ein Sicherheitsinteresse von Staaten im Zeitalter von Bedrohungen, die wir aus religiösen und kulturellen Gründen kaum verstehen können, weil das uns noch ferner liegt als das, was Google treibt. Diese Welten von Spiritualität, von übersteigertem islamischem Glauben, zumindest Berufung auf selbigen, obwohl es oft sich ja um nackten Terror handelt, so diese Dinge, die müssen strafverfolgt werden, das glaube ich schon. Aber ich würde das nicht ausspielen gegen den Freiheitsbegriff der Bürger. Das darf eben nicht sein. Ja, wir leben nicht im Zeitalter von Franz Josef Strauß. Entweder oder. Ja, entweder ihr wollt Sicherheit oder Freiheit. Aber wir leben schon in einer Zeit, in der die Grenzen sich stark verschoben haben. Also wir sind noch, ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, gegen maschinenlesbare Personalausweise und gegen die Volkszählung auf die Straße gegangen. Ja, wo wir dachten, wir müssen dem Staat alles Üble zutrauen im Hinblick auf unsere Daten. Dann erschien über eine lange Zeit der Staat relativ harmlos. Und jetzt, wo wir das ganze Treiben der Geheimdienste haben, sind wir wieder nicht so sicher, ob wir dem Staat trauen können. Also da gibt es ja auch so eine wellenförmige Bewegung. Aber waren unsere Ängste damals nicht auch ein Stück weit übertrieben? Das würde ich nicht ausschließen, dass sie übertrieben waren. Vor allen Dingen, wenn man guckt, wie viel Daten die jüngere Generation, aber auch wir unfreiwilligerweise auch heute zur Verfügung stellen, war das ja damals irgendwie, die waren die kleinen Radieschen, über die wir damals geredet haben und uns aufgeregt haben. Also die Atomenergie finde ich ein schönes Beispiel, weil man hat ja damals den Gegnern der Atomenergie vorgeworfen, sie wären Verhinderer des Fortschritts, sie wären gegen den Fortschritt. Und in Wirklichkeit waren sie ja nicht einfach nur gegen den Fortschritt, sondern sie... Nicht besessen. Die waren Nomadenvölker der Steppe, der Prärie, sind umgezogen. Die weißen Siedler haben auf einmal einen Pfosten reingehauen und gesagt, das ist meins. Und ab damit waren Eigentumsrechte begründet durch die Deklaration derselbigen. Hier ist dasselbe passiert mit den Daten. Und das kann man bedrohlich empfinden, das kann man aber auch besonders klug nennen. Und jetzt müssen wir aber sozusagen wieder Spielregeln herstellen, wo wir sagen, Freunde, bei Google, bei Facebook, bei Twitter... Da ist was passiert, das ist nicht vorgesehen. Ihr habt die Spielregeln verändert. Mhm. Und ich finde interessant das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben mit dem Wilden Westen und den Indianern, weil es gibt natürlich auch eine philosophische Vorlage. Mhm. Also die Entsprechung davon ist Rousseaus. Ja. Abhandlung über die Ungleichheit, also die Ursachen der Ungleichheit, die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, indem er sagt, der erste Mensch, der hinging und Pfähle einschlug und ein Grundstück für sich in Anspruch nahm, der tat etwas Unrechtes, was im Grunde genommen eine verheerende Entwicklung der Menschheitsgeschichte nach sich gezogen hätte. Man hätte verhindern müssen, dass er dieses Gebiet, was er da eingezäunt hat, als ein Privateigentum betrachtet. Das ist natürlich aus heutiger Sicht eine relativ romantische Vorstellung, dass man das sozusagen hätte unterbinden sollen, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns ein Jenseits von Privateigentum gar nicht mehr vorstellen können. Aber wenn wir den Vergleich auf heute ausdehnen, geht es ja nicht mehr darum, Landbesitz irgendwo zu markieren, sondern es geht darum, Megaserver zu besitzen, die heute die Grundlage, die Ursache für die Ungleichheit unter den Menschen sind. Es gibt Menschen, die ihre Daten einfach nur liefern. Und es gibt andere Menschen, die über Megamaschinen verfügen, mit deren Hilfe sie Profile zusammenstellen können und die für Fantastilliarden verkaufen können. Und das begründet heute und wahrscheinlich erst recht in der Zukunft die Ungleichheit unter den Menschen. Ja, und ich glaube, dass Rousseau in gewisser Weise recht hatte, weswegen Karl Marx diese Grundidee, dass der erste Kapitalist auch eine Unrechtstat begangen hat, dass dem Kapitalismus von der ersten Geburtsstunde an ein Unrechtsgedanke eben innewohnt, weil man sich was aneignet, zunächst ja doch, Natur, Wälder, Ackerböden, Feudalherren bereits, dann aber auch Minen, Kohle, später Goldminen. Und dass dieser Gedanke, der begegnet uns in der Google-Diskussion schon wieder. Dass hier Eigentumsrechte reklamiert werden und damit eine Unrechtstat, die von uns beiden ja auch als solche empfunden wird, begründet wird. Und diese Unrechtstat
Über die reden wir jetzt sozusagen. Wie groß ist die? Wo ist Eigentum begründet und wo ist es sozialpflichtig? Der Eigentumsbegriff ist ja von den genannten Herren bis zu Ludwig Erhard und unserem Grundgesetz einen weiten Weg gegangen und wurde eigentlich immer weiter kollektiviert. Aus meiner Sicht haben wir heute keinen Eigentumsbegriff mehr, wie wir ihn vor 100 Jahren hatten. Deins ist deins und meins ist meins. Denn das Eigentum zum Beispiel am Boden wird auf vielerlei Weise vom Staat reguliert. Also was heute und wahrscheinlich erst recht in der Zukunft, die Ungleichheit unter den Menschen. Ja, und ich glaube, dass Rousseau in gewisser Weise recht hatte, weswegen Karl Marx diese Grundidee, dass der erste Kapitalist auch eine Unrechtstat begangen hat. Dass dem Kapitalismus von der ersten Geburtsstunde an ein Unrechtsgedanke eben innewohnt, weil man sich was aneignet. Zunächst ja doch Natur, Wälder, Ackerböden, Feudalherren bereits, dann aber auch Minen, Kohle, später Goldminen. Und dass dieser Gedanke, der begegnet uns in der Google Diskussion schon wieder, dass hier Eigentumsrechte reklamiert werden und damit eine Unrechtstat, die von uns beiden ja auch als solche empfunden wird, begründet wird. Und diese Unrechtstat, über die reden wir jetzt sozusagen. Wie groß ist die? Wo ist Eigentum begründet und wo ist es sozialpflichtig? Der Eigentumsbegriff ist ja von den genannten Herren bis zu Ludwig Erhard und unserem Grundgesetz einen weiten Weg gegangen und wurde eigentlich immer weiter kollektiviert. Aus meiner Sicht haben wir heute keinen Eigentumsbegriff mehr, wie wir ihn vor 100 Jahren hatten. Deins ist deins und meins ist meins. Denn das Eigentum zum Beispiel am Boden wird auf vielerlei Weise vom Staat reguliert. Also was zu den Eigentumsrechten dazugekommen sind Verpflichtungskataloge. Exakt. Also Sie haben ein Haus und in dem Haus haben Sie einen Gartenteich, aber Sie können kein Altöl in Ihrem Gartenteich entsorgen. Das ist nicht erlaubt, obwohl es Ihnen gehört. Keine Pestizide. Ich darf die Kinder, wenn ich einen Acker habe, auch nicht mehr da arbeiten lassen einfach. Die gehören nicht auf den Acker, sondern in die Schule. Die Pestizide gehören nicht rein. Ich darf nicht emittieren. Ich darf keine Feuer machen in manchen Gegenden. Ich darf auf Sylt und anderswo keine Sprengkörper zünden und ähnliches. Das Eigentumsrecht an der Scholle ist schon weitestgehend kollektiviert. Wir nennen das aus Gründen der gesellschaftlichen Vorsicht heute Regulierung. Und da kann man sagen, ist ja eine ganz logische Entwicklung, das Eigentumsrecht an den Daten auch. Exakt. Die Daten sind aber noch im Zustand des Wilden Westens. Da hat einer was in die Erde gerammt und behauptet, das ist meins. Google behauptet einfach, das ist seins. Sozusagen, es fehlen die Verpflichtungen, die Google eingehen muss. Es fehlt jede Sozialpflichtigkeit. Es wird ein ganzer Wortnebel, die Cloud. Das haben auch etliche Autoren ja bemerkt, dass um diese Dinge wie die Atomenergie, die den Versorgungs- und Entsorgungspark hatte, die Cloud. Große Datenfabriken werden als Wolke bezeichnet, aber in Wahrheit sind es Diebstahlstätten. Gott sei Dank nicht als Atompilz, ja. Naja, aber es sind Diebstahlstätten unserer Datensätze, die dort angereichert werden in einer großen Anreicherungsanlage, nämlich Ihre und meine Daten und die der Zuschauerinnen und Zuschauer miteinander vernetzt werden, zu nationalen, regionalen, geschlechtsspezifischen Profilen werden. So. Und das Ganze ist noch nicht sozialpflichtig. Wir sind noch in der Zeit sozusagen vor Ludwig Erhard, vor Erfindung der sozialen Marktwirtschaft. Also können wir sagen, ähnlich wie im Wilden Westen oder zu Anfängen des Kapitalismus, nicht? Als der Kapitalismus nicht geregelt wird, der Manchester-Kapitalismus, der die Kinder in die Bergwerke schicken konnte oder die Arbeiter nicht geregelt wird, der Manchester-Kapitalismus, der die Kinder in die Bergwerke schicken konnte oder die Arbeiter wie Sklaven halten, ohne dass es Gesetze gab, die das verhinderten. Also wenn wir uns in einer solchen Pionierphase befinden, ist ja die Frage, wie zivilisieren wir das Ganze? Denn die Gefahr besteht ja darin, dass man mit diesen unglaublichen Datensätzen und mit diesen Möglichkeiten, diese Daten zu Profilen zusammenzufügen, Manipulationsmöglichkeiten hat, wie wahrscheinlich noch nie ein Staat sie je besessen hat. Sie können bei Facebook, das Experiment haben das ja gezeigt, die Facebook ja selber gemacht hat, Sie können die Leute manipulieren. Sie können den politischen Fokus, die politische Aufmerksamkeit steuern. Das sind ja auch Dinge, die einem berechtigterweise Angst machen können. Oder ein weiteres Beispiel. Google hat eine Banklizenz. Facebook hat eine beantragt. Wenn Sie Herren über alle Daten sind, das heißt, dann kennen Sie die ganzen Bewegungen der Konzerne. Sie wissen ganz, ganz genau, was da abgegangen ist. Sie kennen die Korrespondenzen, Sie kennen die Vorlieben, Sie wissen, wer mit wem besonders intensiven Kontakt hat und dergleichen mehr. Mit diesen ganzen Daten können Sie im Grunde genommen Börsenentwicklungen ganz, ganz genau übersehen, vielleicht sogar prophezeien. Damit würden Sie das ganze Finanzsystem unterminieren. Solche Möglichkeiten sind de facto da. Das ist ja keine Science-Fiction. Ja, wir leben in einer Zeit, in der diese Art Science-Fiction dabei ist, Wirklichkeit zu werden. Manches davon mehr, manches weniger.
Manche neigen auch dazu, die Intelligenz dieser Maschinen zu überschätzen. Das sehe ich schon auch. Ein Computer wird von mehreren benutzt. Ich habe mal irgendwann ein Buch verschenkt über Rosenzucht und werde seitdem von Amazon bombardiert mit Buchvorschlägen zum Rosenzucht. Bei Amazon hält mich die Cloud, die Maschine, für einen passionierten Rosenzüchter, weil man dann auch irgendwann mal da reinklickt in das neue Angebot, fühlt sich die Maschine bestärkt. Die Kinder benutzen denselben Computer, also es kommt auch zu schizophrenen Computer- und Datenbiografien, das glaube ich schon auch. Trotzdem der Punkt. Ja, aber alle zwei Jahre heißt es, werden die Computer ungefähr doppelt so intelligent. Also irgendwann werden die auch rauskriegen, dass das mit den Rosen nicht so ernst gemeint war. Ganz genau. Also ich glaube, da gibt es ja vielleicht noch ein paar Kinderkrankheiten, aber die werden immer intelligenter. Genau. Bis dahin haben wir sie aber gepackt, glaube ich, weil die Erkenntnis der Thematik weit fortgeschritten ist. Also eben Gott sei Dank nicht nur wir beide, sondern auch namhafte Politiker. Der leider verstorbene Frank Schirmer hat hier eine verdienstvolle Debatte, aber genau zur richtigen Zeit angestoßen über dieses Thema in Deutschland, die bis nach Brüssel ausgestrahlt hat, die sowohl die Wirtschaft als auch die Politik als auch die Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen hat. Und wir führen die jetzt fort mit voller Wucht und müssen dieses Thema in der Tat bis in die Machtzentralen treiben, wo daraus Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Bevor wir versuchen, darüber nachzudenken, was man ganz konkret machen kann, um aus dem Wilden Westen eine Zivilisation zu machen, würde mich noch ein bisschen interessieren, was für ein Menschenbild eigentlich. Außerdem weiß ich ganz genau, dass du eigentlich dieses Bedürfnis hast, du hast das noch nicht richtig gemerkt und vieles andere mehr. Das heißt, das Glücksversprechen heißt nicht Freiheit. Man kann sagen, ja, ich habe die Freiheit, ich muss mich nicht mehr so viel bewegen. Ich habe die Freiheit, die Nachrichten ins Bett zu kriegen oder ins Auge oder direkt ins Gehirn zu kriegen. Aber auf der anderen Seite nimmt mir jemand ganz, ganz viel Denken ab. Ja, und das kann ich auch als Unfreiheit erleben. Das heißt, man tauscht meine alte, alteuropäische Freiheit gegen eine Wohlfühlmatrix. Ja, ich habe einen anderen Freiheitsbegriff, glaube ich. Also nicht grundsätzlich, aber vielleicht in Teilen davon. Also ich bin vor kurzem erst auf einen Autor gestoßen, Etienne de la Boétie, vor 500 Jahren. Er war 25 Jahre und gilt heute als Wegbereiter dessen, was die Aufklärer später geschrieben haben. Und er hat gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Feudalherr uns alle beherrscht? Die Augen, mit denen er auf uns guckt, sind die Augen, die wir ihm leihen. Wir schneiden uns selbst die Kehle durch. Das Volk, ein Herrscher kann ja nicht, auch in der Feudalzeit, wir reden von der Feudalzeit, konnte nicht ein Land unterdrücken und ausspähen und foltern. Sondern es waren die Leute, die das für den König getan haben. Und er hat gesagt, kein Tier würde das tun. Das Tier hat einen Freiheitsbegriff, der ist sozusagen, der ist nicht bestechlich. Ein Tier in Unfreiheit wird sich wehren. Man kann ein Pferd nicht einsperren, ohne dass sich wehrt, ein Löwen, ein Krokodil. Und hat die Menschen mit den Tieren verglichen und hat gesagt, die Menschen sind degeneriert, weil sie ihren Freiheitsbegriff anderen Mächten unterordnen. Und jetzt zurück auf das, mein Freiheitsbegriff ist, wir haben alle Möglichkeiten in der Hand. Ich möchte, und da, wo es das noch nicht gibt, dafür Streit nehmen, dass, wenn ich das nicht möchte, eben nicht möchte. Ich möchte meine Daten, wenn ich, wie es ja heute auch manche Computer haben, nicht überstellen möchte an Google, muss es die Möglichkeit geben, dass ich das nicht tue. Ich möchte nicht zwangsbeglückt werden in der Tat von diesem Freund. Aber was Sie gerade sagen, setzt Mündigkeit voraus. Es setzt die Mündigkeit von jemandem voraus, der trainiert ist, selber Entscheidungen zu fällen. Das ist ja auch das Argument, dass die großen Konzerne sagen, keiner muss Google nutzen. Keiner muss zu Facebook gehen. Ja, das ist eben nicht ganz richtig, das weil Google eben sozusagen richtig. Monopol hat. Ja, aber auch wenn es kein Monopol hätte, zu sagen, ich setze jemanden voraus, der klug genug ist, genau zu wissen, was für ihn gut ist, und biete ihm dann in meiner Zukunftsutopie ein komplettes Wohlfühlbevormundungssystem an, in dem niemand lernen kann, was für ihn gut ist. Wir haben es mit einem Mündigkeitsparadox zu tun. Aber die Google setzt eine Mündigkeit voraus, um in dieser Cloud-Welt und so weiter zu leben. Und diese Cloud-Welt ist das Gegenteil von Mündigkeit. Es trainiert Mündigkeit ab. Ja, aber wir dürfen nicht in die Gefahr, wir waren ja beim Wilden Westen, in die Gefahr der Prohibitionsdebatte zu kommen. Alkohol hat ja die, ja, wir können stundenlang über die großen Gefahren des Alkoholtrinkens. Ne? Es zerstört alles. Also ich mache das komplette Bild. Das ist auch der gütige Freund. Man flößt sich das ein und die Werbung suggeriert einem, jetzt kommt John Wayne und der Whisky und ganz toller Kerl ist man und so weiter. Deswegen sind wir ja beide heute doch nicht der Meinung, dass man Alkohol verbieten sollte. Sondern es kommt, wir als auch die
Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen hat. Und wir führen die jetzt fort mit voller Wucht und müssen dieses Thema in der Tat bis in die Machtzentralen treiben, wo daraus Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Bevor wir versuchen, darüber nachzudenken, was man ganz konkret machen kann, um aus dem Wilden Westen eine Zivilisation zu machen, würde mich noch ein bisschen interessieren, was für ein Menschenbild eigentlich bei diesen großen digitalen Supermächten dahinter steckt. Denn es ist ja so, die haben ja auch Visionen für die Zukunft. Also so ähnlich wie die Pioniere des Wilden Westens eine Vorstellung von ihrem Promised Land hatten, ja, was sie in Amerika aufbauen wollten. Religionsflüchtlinge, die sie zum Teil waren, Puritaner und so weiter. Die hatten eine Vorstellung von dem, was sie aus Amerika machen wollten. Und das ist ja bei Google ganz explizit auch so, dass ganz konkrete, geäußerte Vorstellungen sind, wie Menschen in 10, 20 oder 50 Jahren leben sollen. Dass also die digitale Revolution, der digitale Fortschritt sie dazu bringt, dass sie quasi in einer Art Matrix leben. Also Google kennt sie dann irgendwann so genau, dass es besser weiß als sie, was ihnen gut tut. Sie haben dann nicht mehr die Google-Brille, die ist längst überwunden, auch nicht mehr die Google-Kontaktlinse, sondern sie haben eine Linse im Auge. Ja. Oder sie haben eine intelligente Tapete, die mit ihnen spricht und die morgens ausdruckt. Ne? Guten Morgen, Gabor. Ja? Dein Blutdruck ist so und so ist dein Hormonspiegel. Und aus all diesen Gründen würden wir dir empfehlen, heute das und das zu machen und das nicht zu machen und dergleichen mehr. Und das wird von Google allen Ernstes, nicht als Scherz, als positives Bild der Zukunft propagiert. Und diese eine ganze Branche sogenannter Zukunftsforscher, ist ja was, was man nicht studieren kann, aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich Zukunftsforscher nennen, die erzählen ihnen genau das Gleiche. Die sagen, so leben die Menschen in 20, 30 Jahren. Das heißt also, wenn mein Sohn so alt ist wie ich, der ist jetzt 11, dann wird er morgens aufwachen und die Tapete wird ihm quasi ausdrucken, was für ihn gut ist. Und er wird seine Kaufempfehlungen haben, seine Lebensempfehlung, seine Liebesempfehlung, seine Beziehungsempfehlung und dergleichen mehr. Das ist die Vision. Mich interessiert, als jemand, der gleich alt ist wie ich, also der auch noch nicht als Native aufgewachsen ist im Internet, können Sie der Vision etwas Positives abgewinnen oder finden Sie das nur furchtbar? Ich kann dir was Positives abgewinnen. Ich glaube, es hat furchtbare Anteile, aber nicht nur. Also wir haben zum Beispiel, ich finde es positiv, dass sich das Lesen loslöst von Raum, Zeit und der Darreichungsform auch des Buches. Ich hätte das vor einem Jahr so nicht gesagt, aber ich sehe bei meinen Kindern, es wird auf Buch gelesen, auf dem herkömmlichen Buch von gedruckter Ware und das E-Book in einer virtuosen Abwechslung der Lesegewohnheiten, die ich nicht für möglich gehalten habe, die ich mir aber auch schon längst angeeignet habe. Wenn ich unterwegs bin, ich habe da 100 Bücher drauf und schleppe nicht mehr wie früher meine Pilotenkoffer mit Büchern, auch in den Urlaub, wenn man was schreiben möchte und so weiter. Also es ist eine Selbstbefreiung. Und ich glaube auch an den Kühlschrank, der einem Nachrichten morgens natürlich besser klingt als die Zahlen, die in der Google-Bilanz sind. Der Betriebszweck von Google ist nicht Transparenz. Der Betriebszweck von Google, und das ist den Aktionären versprochen, ist Gewinn. Und das wird verdunkelt durch diesen Begriff. Insofern, ja, diese Transparenz ist hier ein gefährlicher Begriff, ein Nebelbegriff, der den Betriebszweck von Google verschleiern soll. Naja gut, also es gibt einen Schutz der Privatsphäre. Dieser Begriff taucht eigentlich sehr spät in der Menschheitsgeschichte auf. Also 1890 wird die Privatsphäre das erste Mal juristisch überhaupt von einem amerikanischen Juristen definiert. 1890? Ja, 1890. Samuel Warren, im Zuge einer gerichtlichen Auseinandersetzung um Privatsphäre und Einfluss, also noch nicht um Daten. Aber das ist ein Schutz der Privatsphäre mit allem, was es drumherum gehört. Das ist eine sehr, sehr neue Errungenschaft gewesen, aber immerhin 1890, also seit mehr als 100 Jahren. Und das ist etwas, was wir heute eigentlich nicht mehr haben, denn Ihre Privatsphäre ist Google bekannt, kann daraus ein Profil erstellen. Und dieses Profil ist ja sehr wertvoll, nicht nur um Werbung zu verkaufen, sondern wenn Sie sich um einen neuen Arbeitsplatz bewerben und Ihr Arbeitgeber fordert bei Google ein solches Profil an und gesetzt den Fall, er würde es bekommen, dann würde er genauso alles wissen über Ihre Vorlieben, Ihre Neigungen und dergleichen und vielleicht eine ganze Reihe von Dingen, von denen Sie nicht möchten, dass Ihr Arbeitgeber das weiß. Das ist eine ganz reale Missbrauchsgefahr, die aus dieser Machtfülle, Profile erstellen zu können, Server zu besitzen, die das können, erwächst. Haben Sie denn persönlich Angst? Ich würde sagen, die gesamte Entwicklung empfinde ich nicht als dämonisch, aber als beunruhigend. Und mich würde interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, dagegen erfolgreich vorzugehen, dass meine Daten, ja, dass Missbrauch mit ihnen getrieben wird. Ja, da habe ich gehöre noch einer Generation von Menschen an, denen das was ausmacht. Ich weiß nicht, ob es allen was ausmacht. Und das Menschenbild, das dahinter steht.
Das finde ich ebenfalls sehr spannend und sehr interessant. Das Zweite ist, ich komme eigentlich noch aus einer Welt, in der es noch kein Internet gab und in der ich auch immer Machtkonzentration von Imperien grundsätzlich für bedrohlich gehalten habe. Nicht also von Marx, diesmal von Groucho Marx, stammt der Satz, Macht ohne Missbrauch verliert ihren Reiz. Und da glaube ich ziemlich fest dran. Also ich glaube, dass diese unglaubliche Machtfülle, die Facebook hat, die Google hat und die auch andere Unternehmen bekommen können, auch Amazon verfügt über unglaublich viele Daten, dass sie grundsätzlich schon immer auch eine bedrohliche Dimension hat. Ich gehe mit, der einzige Unterschied ist, ich will eigentlich nicht die Brücke zu denen, die in der Jetztzeit geboren sind. Wir sind ja beide aus der Nicht-Internet-Zeit. Als ich meinen ersten Computer, einen Atari gekauft hat, dass meiner Mutter, ich war Student, am Telefon stolz erzählt hat, da hat sie gesagt, Gabo, jetzt bist du komplett durchgedreht. Weil sie bei Computer an Großrechenanlage und IBM dachte und nicht, dass jeder einen Computer auf dem Tisch haben wird. So, wir sind aus der Generation, die dann irgendwann angefangen hat. Die anderen sind mit dem Internet aufgewachsen. Herr Steingart, eine Weisheit der schönen neuen Internetwelt, die lautet, wer liest, wird gelesen und wer kauft, wird selbst zum Produkt. Fühlen Sie sich als Produkt? Ich fühle mich nicht so, aber ich bin es. Das ist eben die Selbsterkenntnis, die man aus den jetzt ja fast 10 Jahren Google und anderer Nutzung mitbringen muss, dass man sich auch dazu neigt, selbst zu täuschen. Macht Ihnen das Angst, Produkt zu sein? Nein, nicht Angst, aber es gehört zum aufklärerischen Charakter, glaube ich, dieser Diskussion über die Macht von Daten und datensammelnden Firmen dazu, dass man sich selbst Zeugnis ablegt über die Janusköpfigkeit dieser Veranstaltung. Dass man in der Tat Bequemlichkeit bekommt und dafür Daten und damit produktähnliche Bestandteile liefert. Also Google liefert eine Suchmaschine, ein ganz großer Segen. Ohne Google würden Sie die meisten Dinge nicht so schnell und nicht ohne weiteres finden. Facebook bietet Ihnen einen grandiosen Service an, der von vielen Menschen ganz offensichtlich gerne genutzt wird. Die Kehrseite dessen ist, dass diese Firmen ihre Daten nutzen, um Werbung zu verkaufen, zu platzieren und damit Fantastillionen an Gewinnen einfahren, ja sogar Fantastilliarden. 13 Milliarden Dollar ist der Reingewinn von Google, unter anderem mit Ihren und meinen Daten gemacht. Das ist schon beunruhigend, oder? Ja, das ist die verschattete Seite, wenn man so will, der Selbstbefreiung, die das Internet schon auch bedeutet. Ja, wie anstrengend war das doch für uns, in die Nationalbibliothek und in der Unibibliothek und Bücher zu besorgen, Bücher kaufen und sich überhaupt auch historische Stoffe zu besorgen. Das kommunistische Manifest, das ist nicht so leicht, das in Pforzheim, Aschaffenburg oder Flensburg sich zu beschaffen. Heute ist das ein Download und in einer Minute habe ich das kommunistische Manifest, Voltaire, Danton, wen auch immer. Und das ist eine große Selbstbefreiung und die hat eben auch eine verschattete Seite. Beide gehören aber zusammen in die Diskussion. Wenn man nur die eine sieht, glaube ich, gerät man in diese typisch deutsche kulturpessimistische Panikstimmung. Da würde ich nicht zu raten. Was wir machen wollen, ist ja nicht, das Phänomen zu dämonisieren. Wir sehen ja all die Vorteile, die eine hochkomplexe Suchmaschine im Internet liefert und bereitstellt. Was vielleicht weniger schön ist, ist eben, dass der Anbieter dieser Suchmaschine mich mit meinen persönlichen Daten ausspioniert. Und da müssen wir ein bisschen versuchen, drüber nachzudenken, was ist das Gefährliche an dieser Form von Spionage? Ist das was, wo wir sagen, na gut, das nehmen wir als Kollateralschaden in Kauf, ist ja nicht schlimm, habe ja nichts zu verbergen? Oder gibt es da größere Schattenseiten? Welche sehen Sie? Also die Amerikaner haben ja mehrheitlich in der Tat dieses Gefühl, ich habe nichts zu verbergen. Das ist sozusagen die Propaganda auch aus dem Silicon Valley. Nach dem Motto, wer Ängste hat, ist selber schuld. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, es gibt